Ja, ist ja okay. Alles lecker. Das hier ist ISTV News. Hier ist der News-Report für den heutigen Abend. Mein Name ist Stevie Dursi und hier sind die Headlines. Brandy wird teurer. 17% soll die Kacke jetzt kosten. Die anderen Hookies sagen, dafür gehen wir lieber in den Krieg. Windhoek Karneval 2007. Ist mal wieder ein hellster Success gewesen. Die Stadt ist in Unruhe. Alle saufen nur. Wirtschaft steht still. Langustenmafia gecatcht. Der lang gesuchte Mafiosi Marcel F. wurde in den frühen Morgenstunden in Quatschkopf-Mund festgenommen. Jetzt sitzt er in Tronk. Staatseigentum geklaut. Im Supreme Court fehlt eine Kartoffel. Die Polizei untersucht den Nei. Und jetzt für die News in Detail. Brandy wird teurer. Die SAYC, kurz Save All You Can Association, hat gestern den Brandy-Preis Sommers um 17% angehoben. Das hat Muschenei in großen Parts vom Land gekostet, weil Brandy zum Standardnahrungsmittel gehört und die Okies nicht so viel dafür bezahlen wollen. SAYC-Pressesprecher Dr. Kane Wellington hat dazu nur gesagt, dass wir uns nicht so anstellen sollen und dass bis zu Weihnachten hin der Brandy-Preis wieder runtergehen sollte. Er meinte nur, Hauptsache die Bonusse für die ganze Firma werden bezahlt. Hat dadurch eine Schlägerei verursacht und eine Brandy-Bottle am Kopf gekriegt. Blutend wie so ein angeschossener Kudu ist er dann direkt ins Hospital gekommen. ISTV meint man nett, was für ein Pupol. Wir haben eine Umfrage gestartet und uns gefragt, was denkt die Public über diese ganze Sache? Und hier sind die Results. Boslitsch, Brandy wird in Mähren 17% teurer. Was sagen Sie dazu? Scheiße. Scheiße. Nee, da sagt er nicht Scheiße warum? Zu, sondern er trinkt jetzt das Zeug. Ist so, das er ist trinkt. Umgestiegen. Ach so. Schmeckt zwar nicht so das gut, aber. Ist gar nicht jetzt. Haut rein. Wo wird er teurer? In Mähren wird er um 17% teurer. Was sagen Sie dazu? Das ist Scheiße. Solange die Drogen nicht teurer werden. Ich mein Koks krieg, bin ich auch rein. Entschuldigung, wie war die Frage? Brandy wird um 17% teurer. Was sagen Sie dazu? Brandy? Ja. Sind die mal oder was? Wieso? Weil sowas man nicht teurer macht. Wir haben eine Staatssteuer, die erhoben wird auf 17%. Was sagen Sie dazu? Auf 17%? Ja, es hindert mich trotzdem nicht darum, Brandy zu trinken. Yes? Nein, wenn der Brandy so teuer wird. Was zum Fuck müssen wir dann saufen da? Na, gehst du noch jetzt Brandy saufen? Nee, ich steig um. Du auf was steigst du um? Wodka. Wodka. Es ist eindeutige Sache. Nee, wenn der Brandy-Preis steigt, ich steig um. Okay. Dann nehme ich diesen Kack. Plain simple, du warst nicht. Nee, ich worry fuck. Okay. Das ist scheiße. Ist das Kack? Ja. Die wissen ganz genau in NAM, wie viel Brandy wir saufen. Ja. Dann müssen die doch nicht. Die kriegen doch ihr Geld sowieso so rein. Aber für die NAM-Leute da, das ist heavy shit. Okay. Kann man nicht so nein machen. Nee, nicht. Ich worry fuck. Und wenn meine Master in NAM, die nicht mal Geld verdienen, das nicht hinkriegen, dann helfe ich dir. Okay. Hilfst du denen? Weil das wir sind ein Country. Und wir müssen gegeneinander helfen. Wir streiken alle und im NAM streiken wir fucking alle. Okay. Alright, nee, moin. Dieser Okida, da. Der Dreier. Wie ich schon gesagt habe, ey. Petrol geht hoch, ist schon bei 1,50 Euro. Ja? 15 fucking Rand. Diesel. Ne? 1,20. Jetzt geht der fucking Clip-Trip auch noch hoch. Ja, ne? Wie kann man noch irgendwie besoffen werden? Ne? Jetzt ist dieser Okis in Kampfstadt, ne? Die fucking machen mit Partex und alles. Ne? Ich glaube, bald sind wir selber so weit. Ne? Fucken selber mit Panne. Genau, 17% ist Stiefel. Mit Batek selber. Gab die Babe uns ran, ne? Weil wir uns das selber nicht mehr erfordern können. Ja. Ne? Clippies ist bald so wie Kaviar. Ne? Das ist so eine Edelmarke. Ne? Fucking Kilopreis 800 Euro. Das ist bald soweit. Ich werde schwarz brennen. Schwarz brennen. Schwarz Brennewein brennen. Okay. Brandy lieber bezahlen 1000 Rand oder 2 Rand, wenn die den Brandy lieben. Dann lieben die den Brandy.
Nur Brandy, nur Liebe. Also Branderwein, in Theorie, macht einen Preisunterschied überhaupt nichts aus. Wenn man schon Branderwein sich leisten kann, dann kauf ihn. Ich meine, Fockenwirt, Benzin kostet schon 7,29 €. Ein Focken Branderwein von Focken 7 Rand ist kein Problem. Da hast du es. Das ist die Mutter. So, bei meinem Bordelstock kriegst du so eine Plastikbäckchen für 5 Bucks. Was geht, 2 Shots? Bei meinem Bordelstock. Du 50. Bei meinem Bordelstock. Ich denke immer, das ist Befocko. Ich sag, das ist Bepus. Das ist ziemlich scheiße, ne? Würde man sagen. Du willst du weiter Brandy trinken oder nicht? Ne, ich würde sagen, dass wir vielleicht so an Whisky Cola gehen jetzt. Oder ein halbes. Alright. Ja, ne, das stinkt ziemlich, ne? Und ich würde sagen, dass wir vielleicht entweder zum Bier umschalten sollen oder zum Wein. Aber dann würde ich die Frage stellen, ist der Wein mit dem Branderwein hochgegangen? Oder nur der Branderwein mit dem Wein? Gute Frage. Ganz ich glaube, da müssen wir uns ordentlich mal erkundigen und dann nachfragen, nachforschen. Komm, ich erkläre dir das so. Nummer eins, wir sind alle hier in diesem Land Biertrinker. Ne? Wir trinken unser Bier, bis wir genug Bier haben. Wenn wir genug Bier haben, dann trinken wir Brandy. Weil Brandy ist dann lecker. Denn Brandy hochgeht mit 17%. Das heißt theoretisch, du musst tiefer in die Tasche greifen, um Brandy zu bekostigen. Jetzt trinkst du aber so viel Bier, und denkst, jetzt trinkst du Brandy, dann kannst du mal leisten. Ich denke, das ist scheiße. You know that Brandy went up 70%? Yes, I know. So what do you think about it's it? It's my favorite drink event. Brandy? Yes. So what do you think about when you have to pay more money for Brandy? I don't care. Oh, whatever. So you still drink Brandy? Yes, I'm just drink Brandy. Also ich würde sagen, ist eigentlich scheißegal. Weil die ersten 3-4 Brandys oder was, ärgert man sich noch und danach ist das sowieso egal. Dann hast du sowieso gibst du dir die Kante voll. Windhoek Karneval 2007. Wie jedes Jahr war der Windhoeker Karneval ein Major Success gewesen. Alle waren schnottdronk, keiner war auf der Arbeit und in der Schule sowieso nicht. Funkenmariechen dronk auf der Straße gefunden. Unser Live-Reporter Dr. J war da gewesen und hat ein paar befockte Interviews zusammengekriegt. Check die Story, moin. Jetzt direkt mal hier zum Juka. So, Boys, wie geht's euch? Alles klar. Heute schon gefickt? Nee, leider nicht. Du? Nee, heute nicht. Wie war der Reit heute? Voll geil, ja. Mit euch zwei, da war ich drein. Voll geil, ja. Das will man wohl hoffen. Hast du dicke Eier gekriegt? Nee, das nicht, aber es war trotzdem fucking lecker. Ja, von der Garde hört man ganz andere Sachen. Ja. Zwei Freunde sagen hier, du bist der Hausmeister hier vom Elberrad. Ehrlich, sagen sie. Ja, stimmt das oder nicht? Ja, zum Teil schon. Also ich regle das ja alles so halbwegs. Ja? Ich mache die Toiletten sauber, guck, dass die Gullis neu ablaufen und so. Ja, wuchern nicht so. Bye, lecker. Was ist dein Name? Ronja. Komm hier mit den Taxi angedacht, so. Ja, und komm mit den Taxi angedacht. Hätt ihr nie eine Karte? Ja. Ist ihr von Simon Basi oder von Kombat? Ja, sind die von Kombat? Ist von Kumpstil. Warte gut. Warte, ja. Kumpstil, ja. So, erkennt Extension 6. No, dein Taxi, ne? Denkst du noch? Dein Taxi war ein Jerry. Also der Moll Taxi. Nein. Wo ist denn mit Jung? Ah, red, du kann nicht. So, ihr kommt auch mit den Taxis? Ja, ich komme mit den Taxis. Ja, alle Taxis sind auf dem Tisch. Aha. Ja. So, hat ihr auch jemand gesehen, was da bin, so wie gestört? Nee. Also der Bus auf, was ist der? Ah, ein guter Car, Toyota Car. Ein guter Car. Ist der Kololo? Ah, nee, ist Toyota Car. Mein Gubit will nicht mehr in der Kopf. Aber kennst du nicht die Toyota Corolla? A Corolla? Oh, nein, da ist nicht mehr. Die Corolla ist nicht dein klein. Also dann sagst du haust den Stoff weg und dann chillst du ab vor deiner Xbox, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist so das Übliche. Ich mag richtig und danach mal so richtig nochmal stürzen, 2-3 Mal und so. Ja, das gehört dazu. Ja, und du, wie schaust du aus mit Schnaps? Ja, das Zeug lieb ich.
natürlich. Das ist meine zweite Frau. Also du hast auch einen Kühlschrank in dein Auto? So auf jeden Fall. Zwischen den Sitzen habe ich vorne einen Kühlschrank. Ja, immer kalt alles. Eine Bar? Nein, nicht im Auto. Habe ich leider keine Bar, aber Schnäpse und Bier habe ich schon im Auto. Ja, das ist gemütlich. Das ist gemütlich. Ja, dankeschön. Die haben jetzt einer von den größeren Elberraten, der Oberpräsident. Hallo. Ja, mit wem spreche ich überhaupt hier? Hallo, ich bin der Johann. Du bist der Johann. Grüß dich hier beim Karneval. Danke. 2007 in Windhoek. Ah, sehr nett. Ja, danke. Sehr nett. Wir geben uns ja Mühe, ne? Danke. Jeden nach Strich ja ganz geschmeichelt, Mensch. Ey, wie war der Bus heute mit dieser Fahrt vom Truck? Das war eigentlich ganz cool. Das war richtig. Hast du dich enjoyed? Guter, ja. Warst du dran? Nein. Ich bin immer noch nicht trunk. Also du verträgst schon einiges, oder? Nein, beim Karneval lernt man das nicht zu übertreiben, weil du hast ja noch 3 Wochen vor dir. Ja, also manche sagen ja nicht zu übertreiben, aber andere sagen, man lernt es zu vertragen. Ja, das kann man so hinstellen, das ist okay. Aber du musst ja, wenn du auf der Bühne bist oder einen Auftritt machst, musst du ja immer fit sein. Und auch für die ganzen anderen Sachen musst du auch immer was machen. Okay, ja, danke schön. Ja? Danke schön. Und wir hoffen Erfolg im Karneval. Fock, neue Party, wo der Eck war ich da gewesen. Um noch mehr von den Interviews zu checken, kriegt euch die neue EasyTV Shaggin' Wagon DVD, die im August dieses Jahr released wird. Langustenmafia aufgefockt. Der für Langusten quai gefährliche und lang gesuchte Marcel F. wurde in den frühen Morgenstunden vom grünen Kranz gecatcht. Die Polizei hatte keine Probleme mit seiner Identification, weil er mal wieder der Drongste von allen gewesen ist. Zurzeit sitzt er in Custody mit ungefähr 25 anderen Okies, Finger im Heul und einer Flasche Jägermeister. Sein Arzt meinte, ohne deine Medikamente gehst du nicht in den Knast. Nachdem man sein Pontok durchsucht hat, hat man 2 Coolboxen mit ungefähr 70 undersized Langusten gefunden. Der Polizeisprecher, Konstapel Louis vom Namanai, meint man nett dazu, das ist ein Fall für den Supreme Court, der Oki geht nicht unter 250 Stunden Social Duty Stunden im SFC wegkommen oder kann eine ganze Saison Müllmann in Flotzker Waken spielen. Der kann nicht die Strafe in Cash bezahlen oder auch mit Leif. Aber wir haben Live-Material, weil wir waren vor Ort und wir haben gefilmt, wie der Mann festgenommen wurde. Ein von mir wollte ich hier. Ich bin da am Beach und chill. Gefangenenübergabe. Mit so einem Nein hier. Was für ein Gefangener ist das hier? Kackstory, Mann. Ich fucking lauf nicht da am Beach und da in so ein komisches Netz an meinem Bein mit kleinen Brochers drin. Kackstory, Mann. Yo, it's like, you know, I heard about this man taking his shit out the sea, you know? I heard about that shit. So he come, he packed that bags in his bucky, right? So he drive all the way to town, and he dropped that shit in the streets. Yeah. Straight in the streets, yeah. Man. He's selling that stuff on the streets, man. I'm glad this motherfucker's caught, man. Because I love fishes, yo. I hate this shit going down, yo. Kammerkastag zu kleine Langusten getaucht. Sind die noch ganz lecker im Kopf? Fuck, das kann doch nicht angehen. Das ist ein Verrat. Unser Faber, mein treuer Faber, aber ich sehe nicht Drongsten und Fockertun, nein. Denn er sitzt im Trock und friert sein Millidick. Aber ich werde ein gutes Wort für ihn einlegen. Und ich habe gesagt, ab heute fresse ich dann Beton oder Bodewurst. Oh, Faber, yes, I know him. We chilled so lecker in prison. Yeah, we had a few Jägermeisters. We got so gesaped. And then he cutsed all over my Giorgio Banani Bansaki. What a doozy. It's very hard to comprehend it because in 15 years it's hard to comprehend that happening, you know. Because it's a give and take thing. If you can do that, it works, you know. Um ein richtiges Langustenbrei zu organisieren, braucht man als erstes ein neues Rost und anständige Kamelhornholzkohle. So, dann wird die Languste aufgeschnitten in der Mitte und mit richtigem Knoblauchpinsel sinngünstig drüber gestrichen. Dies wird dann bis zu 27 Minuten auf den Rost aufgelegt und gebraten. Das ist die Zeit, um sich einen Dock zu holen und zu checken, dass der Scheiß nicht anbrennt. Danach mal runternehmen und ich wünsche einen guten Appetit. Oh ja, jetzt haben wir wegen dem Acidemann. Lass mich auch Acidem. So, ich komme da so immer so 30 Sekunden. Ich komme da so, ich fasse Gutes.
Nou, ik kom, ik pak die klein, klein kleefjes. Een spijerklomp, ik pak hem daar zo. Ne? Zo, nee, hij zit, hij wacht, hij kijkt, hij kijkt. Nou, ik kom, ik vat die bek, ne? Hij loopt daar zo met Tamariski, hij bedde die goed is daar. How many were they? Zeg weer. How many were they? Ja, zeg maar zo, oh. Zeg maar zo, 70 kleinkies. Nee, jong, ik heb die man gezien. Ho, 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 mein lieber Faber. Ich hab dir letztes Jahr schon gesagt, als du bei mir auf dem Schoß gesessen hast, du sollst nicht diesen ganzen Focken Pond leer fischen. Die Lingangulangusten sind für alle da. Nicht nur für dich. Und du kriegst auch Fockel-Geschenke dieses Jahr. Die kriegen alle deine Brüder. Wenn ich dich nochmal sehe, dann fahr ich dich sommers mit meinem Schlittenmoff. Mein Engel Gabriel, der watcht dich moin. Du gehst kacken, ich sag dir das. Ich geh dich mit meinem Schambock ätern, du kleiner Nei. Du musst dünn stehen. Check moin, Jung. Ich krieg dich, Yogi. Mach keinen Kack. Staatseigentum geklaut. Nach aktuellen Studien vom Namibian Corruption Investigation Squad ist herausgefunden worden, dass im State House eine Kartoffel geklaut wurde und miskin auch ein Sack Zucker. Zurzeit sind 3 Polizisten beschäftigt, die ungefähr 746 Mitarbeiter plus die Putzfrau zu befragen. Die Putzfrau wird als erste befragt, da die morgen da wieder sauber machen muss. Die Investigations sollen ungefähr 6 Monate dauern, was natürlich dazu führen wird, dass die Politik für 6 Monate zum Stillstand kommt. Wir haben unseren Live-Reporter Dr. J wieder on the spot. Wir haben den am Telefon zu uns geschaltet. Johann, kannst du uns hören? Ich kann euch laut und deutlich hören. Alles so weit, Ogi? Hier ist dicker Nei. Die Reports geben klar, dass hier nicht Nei ist. Die ganze Army ist hier und die haben den ganzen Black in Lockdown. Und? Was ist da los? Haben die schon ein paar Okis festgenommen? Ah, das können wir nicht konkret sagen. Diesen Nei müssen wir noch auschecken, ey. Ich stehe gerade am Phone Booth, wo die NDF-Officers ein Moins-Bild reinrollen vorm Staatshaus. Und die Scarp-Choppies sind mal nett befockt, Jung. Wie lange soll das dann noch dauern? Mit wann können wir mit den ersten Results rechnen? Laut den Officers soll die Ermittlung nach dem Spitbrei feststehen. Ach so, das dauert noch ein bisschen länger. Hast du genug Eis und Dopp damit, dass du die Scene abchecken kannst? Du musst nicht worryen. Die Kurux ist gepackt. Wie gesagt, Eis ist da bis zum Rand voll. Und ich habe gecheckt, hier gleich um die Corner ist noch ein Bottle Store. So, wenn da Nei kommt, Okies, und wir stehen auch mit dem dicken Babalas, dann gehen wir nicht dahin. Kein Problem. Okay, alles klar. Ne gut, dann treiben wir dich nochmal in einer Stunde abzucken und sag Bescheid, wenn du was Neues weißt, ne? Okay. Alright, tschüss, Ogi. Check euch dann später. Kaktusfeigen-Jam ist wieder recht. Soeben erreicht uns die Mäuel-News aus Otavi, dass Tante Ulla den Kaktusfeigen-Jam für diese Saison wieder klar hat. Ab nächste Woche rollt die Lorry wieder von Otavi bis nach Windhoek täglich. Hier noch eine News an Oma Henriette, die auf Halbpad wohnt. Die soll doch please morgens um 7.48 Uhr vorne am Plastor sein, sodass Tante Ulla die Eier für Windhoek auch mitnehmen kann. PS, Tante Ulla bringt frische Brötchen mit. Zwei Lerntex und Tante Ullas Kaktusfeigen. Condom Production. Wegen hohem namibianischen Bedarf an Verhütungsmitteln soll ein Großteil der South African Condom Brand Recky bald in Windhoek hergestellt werden. Es wird über eine neue Flavoring Series nachgedacht und zwar in den 3 Top: Biltong, Chutney und Kaktusfeigen Flavor. Über eine neue Coloring Version wurde auch schon nachgedacht, die soll in den Namibian Colors rauskommen, damit auch weiterhin patriotisch gevögelt werden kann. Das war das für die News für den heutigen Abend. Jetzt zum Weather Report, den gebe ich weiter an meinen Kollegen Is. Wir checken uns. Tschüss, Okis. The Weather Report is brought to you by Backyard Operators and Panel Beaters, your leading dealer in blacklisted spare parts. We tune your buggy in no time. Yes, ja, welcome to East Weather Report. Ich bin wieder der Durst, der das Wetter ansagen kann. Keine Clue, warum überhaupt. Der Channel heißt East TV. Anyways, wie ihr seht, Joten im Süden ist ein Murscher Cyclone entstanden in der Region von Cape Town. Da wurde stief gesmoked, so der Dope kam in von Stellenbosch. Da wurde halt heavy geruckt, so der Cyclone wird wirklich hochkommen zum Lower Part vom Süden, da bei Ketmanshoop die Region, so Scarpe 9 ist jetzt nicht so eine gute Idee, weil der Wind wird quite heavy hier unten sein in der Region. So otherwise haben wir heavy fucking viele Fog Patches über die fucking Coast bei Quatschkopfmund in der Region. So da aus dem Haus gehen wird jetzt nicht so easy sein, weil das kommt straight von hier oben rein, der ganze Shandy.
Aber anyways, man geht ja sowieso nicht aus dem Haus in Zwickau during the year. Das happened alles nur im December-Time. Otherwise, die Temperatures im Norden halt High Temperatures, im Süden halt Low Temperatures. Ne? So, weil es hier immer ein bisschen tiefer liegt, ne? So ein bisschen lowere Temperatures. Aber, ach, muss man checken, das hängt alles vom Wetter ab, so wie das kommt. Regen wird most probably Miskin Fokol sein dieses Jahr wieder. Wir waren zwar gestern auf China Hill, hab so ein bisschen die Region Richtung Gobabis gecheckt, da waren so eine hohen Cumulofaco-Nimbus-Wolken und die haben den Damm bei Whitfly Biggie voll gemacht, aber ob das reicht bis nach Windhoek rein, das müssen wir halt mal checken. Das müssen wir morgen checken, wenn morgen das Wetter kommt. Otherwise sonst, Pilzsaison ist wieder eröffnet, Hochfeld hat wieder Hurenstiefpilze, so packt euren Bucky ein mit den ganzen Klappstühle und was weiß ich, Dopp muss da sein, Eisbox. Macht nicht sure, dass eure Eisbox voll Eis auch ist, sonst bringt das mich auch Fockeln warm, Dopp beim Pilzsuchen bringt gar nichts. Sonst, ja, ich wünsche euch noch einen moin Abend und ich pass mal wieder weiter zu meinem Mart Hunter. Ich chuck jetzt auch. Ciao, Gis. The Weather Report is brought to you by Backyard Operators and Panel Beaters, your leading dealer in blacklisted spare parts. We tune your buggy in no time. Yes, ja, Is. Danke für den aufgefockten Weather Report. Wenn du sagst, das wird moi, dann wird das garantiert moi. Ich habe jetzt Chila Time, ich habe mir schon Bier aufgemacht, fahre jetzt nach Hause, heu eine Rippe auf den Brei. Miskin kommst du nachher auch nochmal vorbei. Und weiterhin wünsche ich euch, lieben Zuschauern, noch einen moin Abend. Tunt wieder rein, wenn das wieder heißt East TV News. Und wir checken uns spätestens Dezember in Nam. Checkt euch.